Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zurück in unserem Bunkersystem. Bei Live im Bunker und mir, eurem lieben Zigaro. Und als erstes natürlich ein dickes Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dass das alles hier mit den Räumen soweit funktioniert. Wir haben hier unsere Strampelabteilung. Neben unserer Industrieabteilung mit einem kleinen zusätzlichen Krankenhaus, denn wir haben jetzt zwei Krankenhäuser. Wir haben zwei Duschen, die nicht belegt sind. Wir haben drei Toiletten, zwei Küchen mit zwei Koch, mit einem Biotypen. Und ich habe gehört, wenn ich hier Embryos packe, dann kann ich gleich festlegen, ja, welche Professionen sie haben. Und das werden wir gleich machen, sobald die hier durch sind. Ich bin schon fast am Überlegen, ob wir eine zweite Embryo-Station bauen. Und wir haben unsere erste ältere Person. Hier oben ab 12. Da folgen dann wesentlich weiter, unter anderem unsere beiden Ärzte. Das wird im Übrigen kritisch. Ich hoffe, dass hier vielleicht zufälligerweise Ärzte bei sind. Sonst müssen wir spontan auf Ärzte verzichten und das ist ein Problem. Ein großes Problem. Okay, Shira Russo fing sich Diarrhoe ein. Schlecht. Ganz schlecht. Okay, gibt's Leute, die noch... Hier, ein Bauer mehr, das ist gut. Frischer Bauer, sozusagen. Ingenieure haben wir zwei. Soweit sieht das auch ganz gut aus. Ich glaube, wir haben keinen nicht eingeteilt. Wird gut gegessen und es ist was kaputt. Oh, ein Wasserrohr ist kaputt. Wird aber sogleich repariert. Sehr gut. Der Kühlschrank ist leer. Köche haben keine Zutaten mehr zum Kochen. Das heißt, wir müssen mehr Gemüse anbauen. Und allgemein hier mehr anbauen. Und jetzt sind Kinder geboren worden. Die Profession wird sich dann bald zeigen. Hier oben werden wir jetzt einen... Oh, das kostet Forschungspunkte. Ha, das geht erst mit offiziellen... Okay. Dann müssen wir... Das kostet 20, 15... Okay, wir brauchen Forschungspunkte. Das bedeutet, wir müssen Platz schaffen für ein Forschungslabor. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Kinder, die jetzt geboren wurden, dass da ein Forscher vielleicht bei ist. Und sonst würde ich sagen, müssen wir unseren Bunker etwas erweitern. Ich würde sagen, das machen wir hier. Das Stück kommt mal dazu. Und da gucken wir, was passiert. Und ein weiterer älterer Herr ist im Ruhestand. Und das war nämlich unser Arzt. Das kann richtig doof jetzt laufen. Ich habe ja schon mal neu angefangen. Und ihr werdet, glaube ich, bei mir öfter sehen, dass ich neu anfange. Weil ich auch so ein bisschen natürlich gerade das Spiel lerne. 10%. Also ich habe schon damals mit einem Community-Mitglied darüber gequatscht. Da wurde mir erzählt, ich glaube der Domse war das, dass ich einige Probleme mit dem Spiel haben werde. Weil es halt nicht so einfach ist und es bewahrheitet sich. Es ist nicht so easy. Was einfach ist, größere Räume mit mehr Möglichkeiten, das ist einfach. Betten haben wir eigentlich genug. So, und jetzt kommt der Punkt mit Forschung. Nicht genug Baumaterial. 150. Ah, haben wir fast. Hier wird gerade behandelt. Oh, bitte lass die Kinder ein Arzt werden, ey. Das wäre so gut. Das wäre wirklich super. Ich gehe mal hier auf Alter. Die sind nämlich sehr alt. Also wir werden circa ein Jahr, also ein Zyklus hier, eine Umdrehung ohne Arzt durchstehen müssen, so wie es aussieht. Nein. Ach, egal. Erweitern wir das hier nochmal. So. Da ist jemand erwachsen geworden.
mit Wissenschaftsprofession. Haha, es hat geklappt. Super. Perfekt, als hätte man danach gerufen. Ein dickes Dankeschön hier an diesen Zufall. Huh, Schwein gehabt. Okay, was ist das Problem? Energie zu niedrig. Ja. Den wollte ich ja hier hinsetzen. Mini-Reaktor ist aber sehr teuer. Die Dinger kosten auch Baumaterialien. Aber wir müssen das hier absichern. Sonst haben wir ein Problem hier. Von hier unten kommen dann nämlich... Also von hier unten werden sonst Feinde kommen. Und das nicht gut. Das heißt, wir müssen gleich Baumaterialien produzieren. Wie viel... Eisenerz. 99 können wir noch produzieren. Eigentlich bräuchten wir hier echt mehr. Sauerstoffniveau nimmt ab. Die bauen wir jetzt gleich noch. Hier jetzt auch noch. Und dann setze ich da eine Tür rein. Ah, das kann jetzt keiner bauen, ne? Das ist mal so doof. Strom ist ein Problem. Der meckert jetzt wieder mit dem Sauerstoff. Verrückt. Okay. Luftreiniger. Kostet uns 35. Wie teuer ist eine Tür? Nicht so teuer. Oha. Hier sind welche erwachsen geworden. Schauen wir mal kurz. Der Koch wird bald zweiter Koch, wäre gut. Wir haben einige Bauarbeiter. Zum Saubermachen haben wir zwei. Ein Ingenieur. Hier jetzt noch ein. Der Bauer wird bald das zeitliche segnen. Das heißt hier noch einer. So. Also nicht das zeitliche Segner. Ihr wisst, was ich meine. So. So. Ist der Abfallcontainer voll? Nee. Wir brauchen Sauerstoff und Strom. Zwei wichtige Sachen. Der kostet, wie gesagt, 35. Wir haben 12 gerade. Damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Mein Gott. Hier kam gerade... Ah, gut, dass wir den Roboter reingestellt haben. Habe ich einmal schnell gedreht und schon gibt es Probleme. Ich lasse das mal. Wir haben ja auch gleich genug für einen Luftreiniger. Der Mini-Reaktor, der ist so teuer. 250 ist echt übel. Also ich würde schon fast sagen, dass wir einige Sachen ausschalten müssen. Ja, was schaltet man denn mal aus? Hier kommen jetzt noch ein paar Kinder dazu. Dann ist erstmal wieder gut. Wir brauchen... Eigentlich brauchen wir mehr Erz. Wie teuer ist ein... wie teuer ist denn ein... 100. Wo ist das nächste Eisen? Hier hinten ganz... Oben. Hier links. Sehr gut. Wir müssen uns dahin arbeiten. Anders geht das nicht.
Anders geht's nicht. Das muss unbedingt gemacht werden. Roboter lassen wir jetzt da unten stehen. Okay, das mit den neuen Babys lassen wir jetzt mal kurz. Hier geht soweit alles gut. Okay. Ganz schön spannend. Ich muss das... Wir brauchen ein bisschen mehr. Es ist einfach wichtig, dass wir brauchen mehr. Ein Recycler wäre gut. Ich glaube, der macht aus Abfall dann noch andere Sachen. Was ist das? Stehlampe kaputt. Okay, ist nicht so wichtig. Sauerstoff ist wichtig. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch mal... wenn ich jetzt noch einen Luftreiniger baue... Dann haben wir echt ein Stromproblem. Das heißt, eigentlich brauche ich jetzt als allererstes einen Reaktor. Und das kostet viel. Oh. Oh. Immer helfen, bitte. Hier unten Angst, ne? Dass da nicht Maulwürfe kommen. Wir müssen an Strom kommen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eindeutig viel mehr. Hiervon, was kann ich denn hier... Das könnten wir, hätten wir Forschung, könnten wir es machen. Dafür müssen wir das aber auch mit Strom noch verbinden. Das ist ja das Problem. Uiuiuiuiui. Okay. Das hier will also keiner mehr abreißen. Jetzt erst, alles klar. Hier kommt nämlich eine Tür ran. So, haben wir zwar einen Zugang, aber auch Schutz. Die muss gebaut werden. Geht gar nicht anders. Hier sind sehr viele alt und kaputt. Köche haben wir 2, Bauern haben wir 2, ein Arzt, zum Aufräumen haben wir 2, 3 Arbeiter, 2 Ingenieure. Das ist schon gut aufgeteilt so. Schon fast perfekt aufgeteilt. Besser geht schon fast nicht. Wir brauchen halt jetzt... Ja gut, die Alten werden sterben bald. Dann vielleicht kriegt sich dann der Sauerstoff sogar wieder ein. Wer weiß. Wie essen? Wer verhungert denn hier? Ach je. Dann geht doch hin, wenn ihr Hunger habt. Weil ihr so langsam seid, verhungert ihr, ne? Ja, das war klar. Okay, hier ist was Gutes passiert. Nee. Das ist grün. Grün sieht immer gut aus, habe ich ganz vergessen. 112 haben wir jetzt schon. Ich könnte natürlich Luftreiniger bauen. Ich könnte das Ding ausschalten. Ja, jetzt kriegen wir mehr Strom rein. Wasser sieht gut aus. Ich baue jetzt mal einen Luftreiniger, weil zurzeit brauchen wir Embryos nicht. Ich baue jetzt mal hier einen Luftreiniger hin. Den ich natürlich mit dem Stromkabel verbinde. So. Was sagt unser Strom gleich hier? Oh, immer noch gut. Ach, der braucht auch Wasser? Entschuldigung, natürlich.
Der saubere Sauerstoff ist aber, das sieht aber nicht gut aus, ne? Ich kann mir den auch nicht anders anzeigen lassen, glaube ich. Eigentlich sollte der Reiniger hier seine Arbeit machen. Oder müssen wir die Dinger in unterschiedliche Räume auch mal stellen? Zu. Das ist jetzt ja angeschlossen, ne? Das heißt, ich kann jetzt eine Forschung wählen, richtig? Das machen wir jetzt. Irgendwie. So. Der generiert jetzt Forschungspunkte. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Baumaterial. Das bedeutet... Oh, 50. Okay. Das dauert. Oh, was heißt das? Müllcontainer ist voll. Nein. Schon wieder. Volle Müllcontainer. Und das kostet wieder. Lagerung, jetzt zeige ich euch das. Der Müllcontainer kostet uns 30. Oh. Aber wir brauchen den, sonst ist hier alles verdreckt. Nur wohin? Ja, ne? Das ist eine gute Frage. Dahin. Kostet 30. Verdammt. Aber jetzt forscht er hier wenigstens. Das ist gut. Ist müde. Wir müssen dann noch bald die Schlafkammer erweitern. Reißen wir ein Bett ab und bauen hier mehr Betten hin. Oh, die kotzen hier alle hin, ey. Das ist ja übel. Diarrhoe bestimmt angesteckt alle. Oh je, oh je, oh je. Viele Baustellen, aber vielleicht packen wir es ja. Okay, ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hau mich jetzt ins Bett, denn es ist spät. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war euer Cigarro mit Live im Bunker. Tschüss.